Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, es ist wieder richtig heiß hier bei uns. Und die Sonne knallt vom Himmel, ist aber auch schon relativ spät. Ich habe schon gefrühstückt, ich habe meinen Kaffee getrunken, sogar ganz genau, ich glaube 3 Kaffee habe ich inzwischen schon intus. Und ja, ich dachte mir, heute machen wir das Ganze mal ein bisschen später, weil ihr kennt ja schon alles eigentlich, wie wir hier im Aufstehen und wie ich frühstücke, deswegen dachte ich, wir machen das einmal später. So sieht es heute aus, ein bisschen bewölkt ist es aber trotzdem. Nichtsdestotrotz, seit heute Morgen Kindergeschrei überall, ich liebe es. Ja, gehen wir mal rein und dann auf die andere Seite wieder. Und ja, was soll ich sagen? Wie war die Nacht? Ja, ganz gut. Ich bin auch richtig froh, dass ich meine Allergie im Griff habe, dass die mich in Ruhe lässt. Das ist alles soweit gut. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen hier einmal um die Ecke. So. Und genau, ich bin heute relativ spät aufgestanden. Ich weiß nicht warum. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, fühlte es sich so an, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Also ich war richtig, richtig müde weiterhin. Meine Augen, ich saß hier, ne, ich habe Kaffee getrunken und denke mir, mein Gott, was ist bloß mit dir los? Ja, es hat sich ehrlich angefühlt, als wäre es noch abends und ich hätte überhaupt nicht geschlafen. Und ich könnte sofort weiter schlafen. Ich weiß, wenn ich ins Bett gehe, kann ich gar nicht schlafen. Dann sagen wir jetzt vielleicht, einige gehen doch wieder ins Bett. Nein, ich unmöglich, ne? Aber so fühlt es sich an. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich mal Bluttests machen hier. Mal gucken, wie es um meine Werte bestellt ist. Ja, und jetzt ist aber alles wieder okay. Ich sitze jetzt ja schon seit ein paar Stunden nicht. Wie lange? 1,5 Stunden oder so bestimmt, wenn nicht 2. Und habe mir selbst ein paar Videos angeguckt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Jetzt muss ich aber unbedingt mein Vormittagsvideo einstellen. Ich hatte gestern Abend noch ganz spät ein Video gedreht. Ich konnte nicht einschlafen. Es war 23.53 Uhr. Die Jungs waren noch nicht da. Und ich dachte mir, Mensch, ich muss jetzt noch irgendwas machen. Sonst wälzt du dich im Bett wieder hin und her. Und dann habe ich noch ein Video gedreht, was auch noch fast 25 Minuten gedauert hat. Naja, und meine Vlogs sind ja sowieso gestern Nacht hochgeladen, aber die haben jetzt ewig gedauert und ich habe das Handy neben meinem Bett gehabt. Das nervt ja tierisch. Ne? Ich kann ja nicht, wenn das so hell ist und das Handy ist ja hell, das muss ja aufbleiben, die Software, beziehungsweise die App, damit das lädt. Oh, ich habe es dann in meine Schublade gepackt. Gott, das ist nicht mehr ertragen. Ne? Aber da es hat der Upload hat ewig gedauert. Ich glaube, ich habe um 3 geguckt oder war immer noch das letzte Video nicht hoch. Also ja, warum geht das mal ganz schnell und warum dauert das manchmal ewig? Vielleicht, weil jetzt auch so viele Leute da sind hier. Hier ist ja mega voll und so viel ins Internet. Ich habe keine Ahnung. Ja, die Jungs sind dann auch bald gekommen. Ich glaube, um 12:30 habe ich einmal hinterher telefoniert, was sie machen. Und da stiegen sie gerade ins Taxi. Die fahren jetzt mit dem Taxi hoch, ne? Ja, was soll's. Genau. Und ansonsten, was könnte ich sonst noch berichten? Ich muss mein Zitronenbäumchen wässern, sehe ich. Der ist richtig, richtig trocken geworden. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist hier mega heiß. Es ist so ein permanenter Schweißfilm auf der Haut. Gestern Abend haben die Jungs auch die Klima angemacht. Da haben sie erstmal Ärger gekriegt, weil die schlafen dann auch gerne mal ein mit der Klima und dann läuft das Ding die ganze Nacht, ne? Das muss nicht sein. Also wenn ich ohne Kleber schlafen kann, können die das auch. Da sollen sie sich mal nicht so anstellen. Die haben 4 Fenster. Und wenn die alle aufhaben, dann geht das. Genau. Und ja, mehr habe ich im Moment nicht zu berichten. Heute ist Samstag. Ich habe mir echt vorgenommen, heute runterzugehen. Ja, wie geht es mir eigentlich? Es geht, ja. Ich habe tatsächlich Probleme gehabt, bin ja gestern hingefallen, ne, für alle, die den Vlog gestern nicht gesehen haben. Ich habe tatsächlich Probleme gehabt, auf der linken Seite zu schlafen. Ich wälze mich ja immer hin und her wie so ein Maikäfer die ganze Nacht. Mal auf der Seite, mal auf der Seite. Mir tun die Knochen weh, mir tun die Arme weh, mir tut der Rücken weh, mir tun die Seiten. Alles tut weh, ne? Beim Schlafen. Keine Ahnung, warum schon ewig. Und deswegen drehe ich mich andauernd die ganze Nacht. Und auf der Seite, wo ich hingefallen bin, auf der linken, tut echt weh. Ne? Also auch mal Gesäß und Bein und alles. Und ich bin ja gestern auch noch gegen den Stein gelatscht. Ne? Das heißt, ich habe auch noch eine Wunde am kleinen Zeh. Also auch alles auf der linken Seite. Das ist nicht so schön gewesen. Aber es ging, ja. Ist jetzt nicht so, dass man da jetzt gar nicht drauf schlafen konnte. War okay. Und ja, jetzt verfestigt sich langsam.
das Ganze, das wird jetzt auch blau hier an meinem Bein, aber ich will da jetzt nicht so drauf halten. Hier habe ich gar nicht geguckt, wie es da aussieht. Bestimmt nicht besser. Mein Arm. Nö, da ist nichts zu sehen. Hand und so ist auch, es geht. Ne? Und die an der Hand, an der rechten Hand fühle ich fast gar nichts mehr. Die hat auch echt weh getan. Da bin ich auch voll mit auf die Kante geknallt. Aber nee, da tut nichts mehr weh. Bein tut weh, Gesäß tut weh. Das sind so die Stellen. Ja, mein Lieben, das war's. Und insofern, gefrühstückt habe ich auch schon. Mein Hotdog-Brötchen ist intus. Und wie gesagt, drei Kaffee oder ja, drei, glaube ich, habe ich getrunken. Und jetzt werde ich das Video einstellen. Ich denke mal, das Video über, ja, über mein Leben in Chorum, ja, der Teil 2, den werde ich einstellen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Guckt euch diese Reihe unbedingt an, weil da werde ich jetzt in nächster Zeit inshallah viele kleine Geschichten veröffentlichen, die so mal so ein bisschen mein Leben in der Türkei von euch betrachten lassen wird, wie war mein Leben eigentlich damals und was hat mich geprägt, und da verweise ich gerne drauf. Und den ersten Teil konntet ihr ja schon vor ein paar Tagen sehen, also wie sozusagen meine Anreise damals zu meinem 6-jährigen Auswanderungstrip in die Türkei stattgefunden hat. Das war mit sehr viel Schwierigkeiten verbunden, ne? Habe ich da auch erklärt, und guckt da gerne mal rein. Ja, jetzt mache ich Teil 2. Und ich muss mir dafür noch für die Reihe noch so einen Titel ausdenken. Den habe ich noch nicht. Ich würde mal sagen, meine Auswanderung nach Çorum oder so. So irgendwie werde ich das betiteln. Mal gucken. Ja, das mache ich. Und hier sehen wir später wieder. Ja, wie gesagt, nee, da wollte ich bestimmt weg. Ne? Also ich wollte sagen eigentlich, deswegen nochmal wieder zum Anfang zurück, dass ich wahrscheinlich dann heute runtergehe. Habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, ne? Aber heute ist Samstagsmarkt und ich würde so gerne nochmal auf dem Bazar gucken, ob ich nicht so ein Kopftuch finde, für so ein Gebetskopftuch. Ja, die Türken unter euch wissen bestimmt, was ich meine. Das ist so ein rechteckiges Kopftuch, aber hier gibt es die nur so dünn. Die sind durchsichtig. Ich will nicht, dass das durchsichtig ist, sondern ich will es halt undurchsichtig haben. Ich meine, wir hätten die damals immer, als ich in der Türkei gelebt hatte, also Entschuldigung, hat meine Schwiegermutter das immer gehabt. Die hat ganz viele davon gehabt. Und ich meine auch, die hätte sie immer selber machen lassen, ne? Von den Gelinle, von ihren Schwiegertöchtern und so. Wahrscheinlich haben die dann immer den Stoff gekauft, zugeschnitten und behäkelt halt. Muss ich mal gucken. Vielleicht es gibt hier auch so einen Stoffladen in Alanya, obwohl der mit Sicherheit wieder viel teurer ist als normale Stoffläden. Da kann ich fast drauf schwören. Ja, mal gucken. Ja, und dann bin ich immer noch nicht fündig geworden wegen meiner Klamotte. Ne? Wie ihr seht, das Kleid ist eigentlich unbrauchbar. Es sieht zwar schön aus, ist aber nicht das, was ich wollte. Hier viel zu offen. Beine vor allen Dingen auf. Was ist das jetzt hier? Das ist ein Geräusch. Naja. Genau, und da muss ich natürlich weitersuchen, wenngleich ich das also wirklich schön finde. Ne? Wenn man, weiß ich nicht, eine Legging drunter zieht, die will ich mir auch noch holen. Bei LC Waikiki kann ich das bestimmt finden, denke ich mal. Und ich habe gestern eine bei A101 gesehen, aber die war für Schwangere. Und dann war das so eine, dieser ganz enge Sport-Legging-Stoff. Wisst ihr, das wie so eine... wie so ein, ich weiß nicht, also hier sprechen alle irgendwie Deutsch, ne? Also denkt nicht, dass wenn ihr in die Türkei kommt, dass keiner euch versteht, wenn ihr Deutsch spricht. Ich kann nur immer wieder warnen, ne? Also ihr werdet erstaunt sein, wie viele Deutsch können. Genau, das war so ein ganz enger Sport-Gymnastikstoff, wisst ihr? So richtig, richtig eng, und das wollte ich nicht. Und auch noch für Schwangere, das heißt mit so einem Bauch. Also, ne, ich habe ja einen Bauch. Also insofern, schwangeren Kleidung kann ich durchaus tragen. Aber nee, das war mir zu eng hier bei den meisten. Hätte ich mit schon was Lockeres haben. Wir werden schon fündig, wir machen das schon, inshallah. Wie gesagt, in Deutschland habe ich ja auch alles, aber das eben warm, ne? Alles warm. Für Winter und nicht für so heiße Temperaturen auf Dauer. Jo, jetzt haben wir wieder genug gequatscht und wir sehen uns dann irgendwann. Gerade Wäsche reingemacht und
Gebet verrichtet. Oh, ich habe mir jetzt mal einen ganz hohen Pferdeschwanz gemacht. Es ist unerträglich heiß, obwohl es vielleicht gar nicht so warm ist. Ich glaube, es sind 32 Grad heute oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht geguckt, so fühlt es sich an, aber es ist mega warm und drückend. Ja. Die Hitze ist wirklich richtig schwül und unangenehm warm. Es ist jetzt keine angenehme Wärme. Und ja, dementsprechend schwitzt man. Ununterbrochen eigentlich. Ich habe den Pool auch noch nicht angemacht, weil die Jungs immer noch schlafen. Ich glaube, die haben auch erstmal, denken sich, das ist alles viel zu warm. Die waren ja heute Morgen, weiß ich nicht, ich hatte mein Gebet gemacht und um 5 waren die da oben immer noch wach und haben am Handy gedaddelt. Die machen, glaube ich, hier die Nacht zum Tag. Ja, es drückt mir auch auf den Schädel. Ich, wie gesagt, ich als sollte es nicht sein, dass ich nach unten gehe. Wirklich, als wollte der liebe Gott nicht, dass ich einkaufen gehe oder dass ich runtergehe oder irgendwas. Ich weiß es nicht, ja. Also bei dem Wetter gehe ich ganz bestimmt nicht raus, weil das ist viel zu drückend. Ich hatte inzwischen auch meine Wunden geleckt und mal geguckt, wie die aussehen. Sehen nicht schön aus. Na, es wird immer blauer überall. Und sogar an Stellen, wo ich gar nicht vermutet hätte, dass da irgendwas war. Ihr seid schon wieder so milchig, Leute. Meine Güte. So. Immer noch nicht gut, ne? Naja. Ich habe jetzt, wie gesagt, Wäsche reingemacht. Da ist ja das Kleid von gestern mit dem Hund, der sich da so abgespritzt hat. Und das ist ja alles an mich ran. Und außerdem mag ich das lila Kleid auch am liebsten. Schön locker. Es ist alles zu, was zu sein soll. Und da will ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich da nochmal so in der Art nochmal was anderes finde. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt nichts Neues. Ich habe gearbeitet die ganze Zeit. Ich habe endlich ein Video gedreht auf meiner Finanzakademie. Also, wenn ihr mir da noch nicht zuschaut, müsst ihr das unbedingt nachholen. Nach fast einem Jahr Pause oder noch mal über einem halben Jahr, naja, ein Dreivierteljahr habe ich wieder das erste Video gedreht dafür. Und da bin ich auch willens, das jetzt fortzusetzen. Beauty-Kanal ruht noch, also Beauty über 50, muss noch weiter auf Pause bleiben, da bin ich noch nicht so motiviert, das zu machen, aber die Finanzakademie, da möchte ich mich gerne jetzt wieder so ein bisschen mehr drum kümmern, nicht täglich, aber so ab und zu stelle ich mal ein Video rein, also heute geht das erste wieder online, beziehungsweise gestern, wenn ihr da geguckt habt, ja. Und ansonsten, ich hatte überlegt kurz, ob ich wieder meinen Koran lese, das mache ich meistens mittags, weil dann ist hier noch alles so einigermaßen ruhig, aber ich kriege schon so ein bisschen Kopfschmerzen. Also die Hitze wirklich, sie drückt mir auf den Schädel und auf die Augen. Ich war ja sowieso schon müde. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal die Videos einstellen und anschließend gucke ich mal, ob ich dann ein bisschen Koran lese. Hier wieder in meiner Ecke, hier windet das nämlich. Man sitzt hier genauso zwischen, ja, da ist eine Lücke, kann Windschut reinschießen von da und von da. Also hier ist immer so ein bisschen windiger. Sehr angenehm hier zu sitzen. Oh, herrlich. Ist wirklich warm. Taxi? Ja, die Jungs kommen aber mit Taxi abends hoch, ne? Sind zu voll, so zu latschen. Naja, sonst. Leute, 20 Grad in Alanya und ich möchte nicht wissen, wie viel hier oben sind. Ne? Alanya ist ja noch mal ein ganzes Stück da hinten und da ist ja noch mal wesentlich wärmer als hier oben in den Bergen. Aber das kommt mir vor wie 35. Also es ist wirklich warm. Aber anscheinend doch nicht so warm. Guckt mal, jetzt ist genau das passiert mit meinem Kleid, was ich immer gesagt habe, was passiert. Ne? Moment, hier das. Unten ist jetzt ein Knopf abgerissen. Genau das mag ich nämlich eben an diesen Kleidern nicht. Irgendwann wird der abreißen und dann hast du da so ein offenes Kleid, ne? Ja, toll, der Knopf ist weg. Scheiße. Ist immer noch hier, hat man jetzt mal einen Kaffee gemacht. Oh, da ist die Hunde, wollen wir mal gucken. Kaffee, guck mal. Vielleicht ist mein Hund ja da. Kann ich ihm wieder ein bisschen was zu essen geben und mal gucken. Moment, aber es hat sich nicht nach meinem Hund angehört. Oder nach meinem Hund, den wir gestern gesehen haben. Mal gucken. Mal gucken. Oh, es ist heiß. Aber ich kann auch noch gut ohne Schuhe hier rumlaufen. Das heißt, es ist nicht ganz so heiß, wie es anmutet. Nö. Mein Hund ist nicht da. Weiter. Ich auch nicht. Nö, kein Hund zu sehen. Oh, ist das heiß. Ich muss auch sagen.
sagen, dass es mir nach dem Sturz immer noch nicht wieder so gut geht. Ne? Also es tut wirklich alles weh. Jetzt inzwischen sogar hier tut alles weh. Also ich muss auch irgendwie da drauf gefallen sein, hier irgendwie. Hier bin ich ausgerutscht, Moment. Genau auf dieser Treppe bin ich ausgerutscht. Hier hatte ich also den Gartenschlauch in der Hand und wollte hier spritzen. Und dann stand ich da und dann bin ich von, also genau an der Stelle, dann bin ich von da bis nach da runtergerutscht. Also ich, ne, von da so quer, hier lag ich dann. Ja, keine Ahnung, es hat mir einfach die Beine weggezogen. Ne? Ich weiß auch nicht. Ja, ich stand also sozusagen hier an dieser Richtung. Genau so muss ich irgendwie gestanden haben. So. Und dann hat es mir die Beine weggezogen. Keine Ahnung. Dann lag ich nachher quasi einmal so andersrum. So lag ich dann hier. Ja, andere als schön. Und ich merke, wenn ich meinen Arm hebe, habe ich die ganze Zeit wieder, was tut denn das hier so weh? Als hätte man hier so einen richtig starken Muskelkater, der dann zum Schmerz wird. Muss ich mal gucken, ob da auch irgendwas blau ist. Also ich, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Was war denn das für ein Rattern? Cut machen, sorry. Huch, da kam wieder ein Auto mit solcher lauten Disco-Musik. Da muss ich wieder ein Stück rausschneiden. Ne? Also es ist hier wirklich ein Graus. Das hat doch so geknirscht. Da ist man immer in Alarmstellung. Aber ich sehe nichts Verdächtiges hier. Naja, ich werde mich weiter ausruhen. Ne? Ich will aber nach unten. Mann. Das sind nur zwei Hunde, ne? Das scheint einmal der Große da und der Kleine zu sein. Keine Ahnung. Na gut, ich trinke jetzt einen Kaffee. Oh. Ich überlege auch, ob ich mich im Moment hinlege, aber ich glaube, dann wird es noch schlimmer. Dann kriege ich noch mehr Kopfschmerzen, weil es wird langsam aus dem Druck im Kopf ein Schmerz. Jetzt jault ein. Wieso jaulst du denn? Es muss auch unbedingt hier wieder diese Gebüsche gewässert werden. Also wenn ich unseren Gärtner sehe, werde ich ihm das sagen, dass er das machen soll. Weil da traue ich mich nicht hin. Außerdem weiß ich auch nicht, wie ich das dahin verlängern soll. Nee, ich will da nicht hin. Schlangen und so. Egal. Muss ich ja nicht machen. Mal gucken. Ich habe ihn gestern gesehen, aber da wollte ich ihn nicht stören. Da war ja der Hund auch da vorne. Da hat er gleich seinen Jungen weggeholt. Mal sehen, wenn ich ihn heute sehe. Feiertage sind ja zu Ende. Soweit ich weiß, heute ist der vierte Tag. Müsste alles wieder normal Modus ablaufen hier. Ist auch merklich wieder mehr Leben jetzt. So geschäftliches Leben, ne? Nicht so Partyleben, sondern die fahren geschäftlich rauf und runter. Ich habe hier auch schon unseren 724-Transfer lang fahren sehen heute Morgen. Die haben bestimmt abgeholt. Boah. Ja, so sieht's aus. Hier hat sich Eier gebraten mit Toastbrot und ich habe jetzt ein leichtes Hungergefühl, deswegen werde ich das einmal essen. Mach mir da jetzt nochmal Frischkäse drauf und dann das essen. So. Ne? Inzwischen sind 31 angezeigt auf meinem Handy an Temperatur, aber das fühlt sich wirklich an wie 40. Ne? Oh, das ist ja echt schon zu warm, muss ich sagen. Ich habe wirklich Angst, runterzugehen. Es ist mir zu warm. So. Das esse ich jetzt. So, das esse ich jetzt. Warm. Wahnsinn. Oh, der Wind. Es zieht ein frisches Lüftchen hier. Genau hier. Oh mein Gott. Hi. Ich bin unterwegs. Ich habe mal wieder meine alte Tasche umgebunden. Die fand ich besser als jetzt diese Gürteltasche immer. Damit wird das alles immer so eng um den Bauch rum. Das kann ich ja gar nicht ab. Ich gehe jetzt tatsächlich zum Strand für euch, um den zu filmen und habe den Pool genossen, eben abgeduscht. Jetzt fühle ich mich wieder fresh für einen Spaziergang nach unten. Es ist jetzt auch, weiß ich nicht, 5:45 oder so. Das heißt, die Sonne steht schon ganz schön tief. Das riecht nach Würstchen.
Und so kann ich, Würstchen könnten wir eigentlich auch mal machen und holen. Das ist überhaupt mal eine Idee. Da hätte ich mal Hunger drauf mit Kartoffelsalat oder so. Genau. Naja, dafür bräuchte ich Kartoffeln. Vielleicht hole ich die beim Beam und eine Dose Würstchen gibt es da ja bestimmt auch. Mal schauen. Die Kinder haben jedenfalls heute die Reste gegessen von den Sachen, die sie gestern bestellt hatten. Also Pizza und Pita hatten sie ja übrig und das haben sie heute gegessen. Ich denke, das reicht mal. Mein Sohn macht sich jetzt auch gerade wieder Pita warm. Ich glaube, die brauchen heute kein Essen. Das muss reichen. Und das wäre für mich genau der richtige Augenblick, habe ich mir gedacht, um einmal loszugehen. Ich habe heute in meinem Schrank so einen Rock entdeckt. Guck mal, wie findet ihr den? Der passt doch ganz genau von der Farbe her zu meinem T-Shirt, wenn das nicht so voll von Aufdrucken wäre. Ich habe auch irgendwo eins ohne solche Aufdrucke, aber die habe ich jetzt nicht gefunden. Problem an den beiden Kleidungsstücken ist aber, dass sie voll verstaubt sind und ich hoffe, dass ich keine allergischen Anfälle wieder kriege. Gleich, weil so ein bisschen Niesen kommt schon wieder auf, aber es geht noch. Ja, genau. Mein Hund ist übrigens nicht wieder aufgetaucht, wenn wir schon mal dabei sind. Leider. Oder zum Glück, ja, für die Kinder ist das natürlich wirklich nicht ganz ungefährlich immer. Ja, und dann gehe ich den berühmten Weg wieder nach unten und hoffe, dass ich das kreislauftechnisch jetzt hier schaffe. Ja, ich weiß nicht, also Bazar werde ich wahrscheinlich nicht gehen. Ich gehe jetzt direkt zum Strand und filme einmal die Promenade und einmal den Strand und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Vielleicht bummel ich noch ein bisschen in den Geschäften, aber ich glaube, zum Bazar, der macht eh, vielleicht ist der auch schon zu. Die ersten Geschäfte werden mit Sicherheit schon eingepackt haben. Ja, guck mal, hier ist auch schön dreckig. Ne? Überall liegt Müll. Das ist leider ein Problem in Alanya. Leider, aber ja. Weiß auch nicht, ob man da nicht mal Herr drüber werden kann, aber es ist überall, ne? Sehr schade, natürlich. Naja. Oh, hier scheint ja keine Sonne. Hier ist wieder Huhn. Huhn. Oh, herrlich. Es weht ein frisches Lüftchen. Oh, diese Zeit ist, glaube ich, genau richtig, um runterzugehen. 6. Viertel nach 6. Ist überall ein bisschen Schatten. Guck mal. Genau. Ja. Wie gesagt, ich gehe zum Strand. Filmen mal ein bisschen. Ich habe da auch so einen Auftrag bekommen, dass ich den Strand filmen soll. Das mache ich natürlich gerne, aber ich wollte das, wie gesagt, schon die ganzen letzten Tage, aber ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe mich auch tagsüber nicht gut gefühlt. Ich habe heute mal meine Wunden den Kindern gezeigt. Das sieht schon heftig aus, ne? Aber ich glaube, ich mache da kein Foto oder so von. Überall blaue Flecke, ne? Kann ich euch schon mal sagen. Überall. Die ganze Seite hoch bis hierhin, ne? Wie gesagt, da habe ich zwar keinen blauen Fleck, aber es tut alles weh, wenn ich den Arm hochhebe und so. Ich muss da auch irgendwie drauf gefallen sein. Ich muss auch irgendwie es geschafft haben, auch noch auf die andere Seite zu fallen. Keine Ahnung. Alles nicht so schön, aber nicht schlimm. Hauptsache ist nichts gebrochen. Ne? Transfer, remaxtransfer.com. Da waren wir noch nicht. Da kann ich noch nicht drüber berichten. Ja, also, dann wieder frisch nach unten. Ach, immer schön im Schatten lang, aber da fängt die Sonne wieder voll an. Ist wieder voll Sonne, das heißt, ich mache mal meine Käppi wieder auf. Besser ist. Und dann geht's los. Der Abstieg beginnt. Müll. Überall Müll. Heute ist eigentlich ganz klar die Aussicht, ne? Sieht relativ schön aus. Tasche klappert. Jetzt
Das Problem hatte ich letztes Jahr schon, fällt mir gerade ein. Das war ja diese weiße Tasche, die ich mal, weiß ich nicht, für 10 Euro oder so auf dem Basar ergattert hatte. Aber die ist so dreckig vom letzten Jahr, ne? Die muss ich unbedingt mal waschen. Den hatte ich eigentlich auch schon gewaschen, diesen Gurt. Den muss ich mal abschrubben mit einer Zahnbürste oder so. Bin wieder den anderen Weg gegangen. Den Weg, der nicht ganz so steil nach oben geht und mich genau eigentlich eher an der Jekta Mall vorbei zur Barbados bringt und zum Samstagsbazar, falls ich es mir doch noch mal überlege und da doch hingehen will. Und hier ist es nicht ganz so steil. Und Leute, wenn ich den Arm hier teste, tut voll weh, ne? Der ganze Oberarm, wie so ein richtig starker Muskelkater. Naja, aber der ist auch gut, ne? So ein Einzelding. Das auch ein Nummernschild. Ist ein Führerschein, ne? Hier wieder an den Bananenplantagen, hätte ich fast gesagt, vorbei. Gewächshäusern. Blumen. Guck mal. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Blumen auch von den Schlangen richtig geliebt werden. Oh, das ist ein Bild, wirklich richtig schön. Da muss ich unbedingt nochmal ein Bild machen. Moment. Solche wollte ich ja auch immer statt der haben, die wir haben. Ne? Solche Hängegeschichten auch in meinem Zaun dran. Aber ja, haben wir dann doch nicht gemacht, weil auch hier leider die Pflanzen nicht günstig sind. Ja. Naja. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, sind glaube ich ganz viele Türken in diesem Haus, weil hier kommt immer ganz viel türkische Laute raus, die grillen da auch. Und wieder runter an den Baustellen, an der Yekta Mall vorbei. Ich habe gesehen im Schnitt, dass es ganz schön wackelt, also ich müsste tatsächlich mal meinen Gimbal benutzen, aber es ist zu schwer und am meisten stört mich, dass es eben richtig auffällig ist. Und da noch mehr Blicke auf mich ziehen als sowieso schon. So, ich habe heute mal meine ganz alten Schuhe angezogen. Erinnert ihr euch noch? Die hatte ich in Bad Oldesloe gekauft bei Teddy. Und die begleiten mich eigentlich richtig sicher schon letztes Jahr durch mein Leben hier. Die sind nämlich richtig gemütlich. Gemütlicher als die anderen, die ich vorher hatte. Ich habe ja die weißen gehabt, also die ich immer anziehe. Und die, da ist so die Innensohle raus. Wenn man mal barfuß da reingeht, dann klebt das immer so mit der Sohle. Und bei so billigen Schuhen ist die dann irgendwann ab. Ne? Kriegst du auch nicht wieder dran. Muss man sich wahrscheinlich mal so eine richtige Sohle kaufen. Und wir sind halt auch weiß und werden total dreckig immer. Und sind nicht so bequem wie die hier. Naja, das war ein Deutscher. So, sind wir in der Yekta Mall angekommen, beziehungsweise noch ein paar Meter.